Was machst du denn da? Gefällt dir das Jackett? Zieh das bitte aus, sofort. Linders Püppchen, ich komme darauf später gern zurück, aber jetzt habe ich was zu erledigen. Ich meine es ernst. Was soll der Quatsch? Ich will, dass du nicht in diese Kirche gehst. Was? Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank oder was? Wie sieht das aus, wenn ich nicht mal zur Beerdigung meiner eigenen Nichte gehe? Es ist mir egal, wie das aussieht. Du willst mit dem, was Cruz und Eden passiert ist, Punkte bei deiner Verwandtschaft sammeln. Was soll ich sammeln, was? Ist dir je in den Sinn gekommen, dass auch ich sie trösten möchte? Ausgerechnet, du willst ihnen beistehen. Meinst du, sie brauchen gerade dich? Abgesehen davon ist Eden nicht deine Schwester, sondern Masons. Denkst du, ich habe keine Gefühle? Schließlich habe ich dich sogar gebeten, meine Frau zu werden. Ja, Notlösung, um mir einen Gefallen zu tun. Genau, dann kannst du Brandon behalten. Ich will nicht, dass du zur Kirche gehst. Das wäre nicht richtig. Was passiert ist, ist schrecklich für Cruz und Eden, doch es wäre falsch, wenn du da hingehst und ein betretenes, langes Gesicht ziehst. So, dass jeder sagen kann, Mason ist gar kein so böser Junge. Er ist gekommen und ohne Gina. Tja, glücklicherweise sind wir beide im Moment ja noch nicht verheiratet, Gina. Dein unbeherrschtes Aufbrausen solltest du dir bis zu unserer Hochzeit abgewöhnen. Verstehst du mich? Ich hasse den Gedanken daran, ein Mädchen zu heiraten, das von mir nichts hält. Das wollte ich nicht sagen. Na gut. Dann gilt der Antrag noch. Du kannst es dir überlegen. Du hast Zeit, bis ich von der Beerdigung wiederkomme. Ansonsten solltest du dir überlegen, wie du den Richter überzeugst, eine gute Mutter für Brandon zu sein. Und stell dir das bloß nicht so einfach vor. Geh bitte nicht hoch. Bitte. Eden braucht vielleicht Hilfe. Ich denke nicht. Na gut. Und was ist mit... Gut. Ich wünschte nur, wir gingen jetzt nicht in die Kirche. Ich halte das für reine Zeitverschwendung, Mama. Du hast vorhin gesagt, du wolltest doch, dass es endlich vorbei ist. Ach was. Das wird es niemals sein. Ich wünschte nur... Nein, ich wünsche mir so vieles. Vor allem wünschte ich, dass man sie getauft hätte. Wieso? Denkst du, Gott will sie jetzt nicht? Cruz, nein. Und hätte er sie nicht zu nehmen? Was möchte er denn noch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der kurzen Zeit etwas Schreckliches getan haben könnte. Hast du deine schlaue Bibel dabei? Ich hätte gerne eine Antwort. Bitte gib mir eine Antwort darauf. Bitte sei doch nicht böse auf mich. Ich weiß doch inzwischen auch nicht mehr, wie ich dir helfen kann. Könnte ich nur mit Adriana tauschen? Ich will meine Augen schließen und nicht aufwachen müssen, aber das geht nicht. Ich schäme mich so, am Leben zu sein. Ich gäbe alles, wenn sie noch leben würde. Vielleicht wäre es besser, wenn sie nie auf die Welt gekommen wäre. Nein. Ich möchte dir etwas versprechen. Sicherlich wird bald schon Staub auf deinem kleinen Bettchen liegen. Und dann packen wir all deine Sachen weg. Aber ich werde dich immer bei mir haben. Genauso wie in den vergangenen Monaten. Ich werde immer an dich denken, Adriana. An jeden Geburtstag. Und ich werde dich nie... Ich vergesse dich niemals, mein Baby. Vergisst du mich auch nicht? Ein Sträußchen für meine schöne Orchidee. Was ist denn mit dir los? Ich hatte einen schweren Tag. Kann ich irgendwas für dich tun? Lass mich einfach bloß in Ruhe. Ich habe eine bessere Idee. Wie wär's, wenn wir Fernsehen, hä? Wie wär's, wenn nicht, hä? Soll ich mir vielleicht Wirtschaftsnachrichten, damit ich noch schlechtere Laune bekomme? Ja, willst du das? Ich will dir bestimmt nichts aufdrängen. War ja nur ein Vorschlag. Mach das auf, es wird dir gefallen. Oh, was ist das, ein Buch? Nein, eine Mikrowelle. Pack schon aus, bitte. Na los, das hat eine Frau geschrieben und es ist ein unglaublich einfühlsamer, intelligenter Bestseller. Sie ist damit bald im Fernsehen. Ich kann's kaum erwarten. Und wovon handelt dieser Bestseller? Wirst du ja sehen. Mach schon auf, ich möchte dich nur aufheitern. Ich lass mich aufheitern, wenn mir danach ist. Und jetzt ist mir nicht danach. Weißt du, es ist wirklich nicht schwer zu erkennen, was dich solche Trübsal blasen lässt.
Was hat er wieder? Mixt er Bourbon in Brandons Erdbeermilch? Lass doch Sunny einfach aus dem Spiel, okay? Willst du diesen Heini wirklich heiraten? Ich weiß nicht, aber es ist immerhin eine gute Möglichkeit, den Jungen zu behalten. Das ist alles. Ich biete dir eine Chance, deine Würde zu behalten. Du denkst, das Gericht wird mich für einen schlechten Vater halten. Aber du weißt ganz genau, dass ich tausendmal mehr dein Typ bin als dieser John Wayne-Verschnitt, der nicht mal mit Messer und Gabel essen kann. Du wolltest doch immer ein Zuhause. Oder willst du bloß etwas, was so aussieht, für Brandon und dich aber die Hölle bedeutet? Heute Mittag findet ein Gedenkgottesdienst für Edens Baby statt. Wieso hast du das nicht gesagt? Wie spät ist es? Ich fahre dich hin. Ich sollte da nicht hingehen. Ich verstehe dich nicht. Die einzigen Dinge, die du dir selbst zugestehst, sind die Dinge, die du eigentlich nicht willst. Ach, mach doch, was du willst. Intelligente Frauen, dumme Entscheidung. Du hast eine schwere Aufgabe. Und du bist nicht gerade zu beneiden. Welche Worte können schon beschreiben, dass Gott uns liebt und solche Dinge dennoch zulässt? Darauf habe ich auch keine Antwort. Denjenigen gerne mal treffen, der eine hat, weil ich ein paar Fragen an ihn hätte. Mehr als ein paar. Ich bin genauso verzweifelt wie du, Julia, wenn dir das irgendwie hilft. Nein, das hilft mir auch nicht weiter. Aber ich glaube fest daran, dass Gott es eines Tages wieder gut machen wird. Das weiß ich. Ich glaube daran. Wie denn? So etwas wieder gut machen? Eines Tages wird sich herausstellen, wofür es gut war. Das hätte meine Tochter sein können. Soll ich mich beim Recht bedanken, dass es Edens Kind erwischt hat? Hat er mich jetzt verschont und das nächste Mal ist es Samantha? Wie kann ich an so einen Gott glauben, Michael? Wenn solche Verbrechen immer wieder geschehen können, sag es mir. Wie hältst du das nur aus? Ich ertrage das jedenfalls nicht. Ich muss raus. Entschuldige. Celeste. Ich dachte mir, dass Sie schon da sind. Sind Sie auch wegen Adriana hier? Ich weiß nicht genau. Ich bin ja nicht gerade eine Freundin der Familie oder so. Wir kennen uns ja noch nicht lange. Aber mir geht das sehr nah. Ich kann es nicht glauben. Ich muss immer so an dieses Kind denken. Babys kommen doch gleich in den Himmel. Komm rein. Fertig? Bitte noch eine Minute. Wo ist deine Schwester? Kelly und Mom sind im Hotel und kommen von dort. Das habe ich ganz vergessen. Wie spät ist es? Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Soll ich dir was sagen? Ich muss immerzu an Eden denken. Sie kam oft nachts, als kleines Mädchen von 5, 6 Jahren. Dann brachte sie mir heiße Schokolade. Da drüben auf der Couch ist sie eingeschlafen. Und ich saß hier. Sah sie die ganze Nacht an. Immer wieder. Hm.
Alte Reden oder lesbische Nonnen? Heute kommt die Wahrheit ans Licht. Welches Mädchen und welche Frau hat nicht schon einmal Entscheidungen getroffen, die sie irgendwie bereut, verdammt oder verflucht hätte, weil sie sich als falsch erwiesen haben? Letitia Wigmore, Autorin des Bestsellers Intelligente Frauen, dumme Entscheidungen, ist heute im Studio. Zur Veranschaulichung dieses üblen Dilemmas, das unsere Gesellschaft kennzeichnet, hat Letitia hier zu uns ins Studio ein tragisches Opfer mitgebracht. Freuen Sie sich mit mir und begrüßen Sie Letitia Moore. Danke, vielen Dank. Na, wie geht's Ihnen, Schätzchen? Oh, mir geht's gut, Banita. Ich freue mich so, hier bei Ihnen zu sein. Und ich freue mich auch, dass Sie in der Show sind. Ich dachte, Sie bringen unseren Zuschauern ein Opfer mit. Ja, es ist Gina Blake de Mott, Capwell Timmons. Tja, Herzchen, Ihre Großmutter hatte an dem Monogramm zu sticken. Oh. Was mache ich überhaupt in dieser blöden Show hier? Setzen Sie sich einfach ganz entspannt hin. Wieso erzählen Sie uns nicht ein bisschen über das Leben mit einem Capwell oder zwei? Sehnen Sie sich nach Bestrafung? Nein, nicht ganz. Sie liebt das Geld und die Macht und gesellschaftliches Tralala. Was erlauben Sie sich? Sie wissen doch gar nichts über mich. Ich meine, was immer die Menschen auch über mich sagen, ich habe gedacht, Sissi könnte mich glücklich machen. Das ist genau der Punkt. Was macht denn ein Mann wie Sissi interessant? Geld? Ganz ruhig, meine Damen. War das der Grund oder war es Liebe? Ich wüsste nicht, wieso ich mich rechtfertigen sollte. Es ging auch um die... Sie haben kein bisschen Selbstachtung. Unsere Gesellschaft hat genug Schwierigkeiten, Frauen zu akzeptieren, meine Liebe. Solange es Frauen wie Sie gibt, wird sich nichts daran ändern. Ich verbiete Ihnen, so mit mir zu sprechen. Außerdem sind nicht alle meine Männer reich gewesen. Ja, ich denke dabei an diesen kleinen Schaumschläger, alias Keith Timmons, diesen scheinheiligen Bezirksstaatsanwalt. Wenn ich so einem Mann auch nur die Hand reichen würde, hätte ich Angst um meine Jungfräulichkeit. Ja, wenn ich genauer hinsehe, kann ich noch deutliche Spuren entdecken. Es wird nie wieder jemanden wie Keith geben. Ich meine, alles, was er machte, war so lustig. Ein Picknick auf der Autobahn ist auch lustig. Wieso versuchen Sie das nicht? Es ist sicherer. Wissen Sie, Banita, ich denke inzwischen, dass, wenn eine Frau nur dumme Entscheidungen trifft, wohl kaum erwartet werden kann, dass sie viel mehr als Stroh im Kopf hat. Hm. Raten Sie, was sie jetzt wieder vorhat. Sagen Sie es mir. Tja, sie heiratet wieder und dieses Mal kriegt sie gleich zwei für einen. Eine Art Fabeltier mit einer doppelten Persönlichkeit, beide allerdings Sadisten. Oh nein, sie lernt es nie. Dabei hat sie noch einen Verehrer. Gentleman, zwar mit einem zweifelhaften Hintergrund, aber er verehrt sie wie eine Königin. Wen interessiert, woher er kommt? Wollen wir Wetten abschließen, für wen sie sich entscheidet? Also, Bunny ist ja sehr süß, aber... Aber er ist ein Gangster. Nichts gegen Minderheiten. Er trägt manchmal Frauenklamotten. Was haben Sie denn gegen hübsche Kleider? Sie ist kleinkariert, ein Landei. Fragen wir doch die Frauen hier in unserem Publikum, wen sie wählen würden. Wer stimmt dafür, dass Gina diesen dümmlichen kleinen Schwächling heiratet? Und wie viele der hier anwesenden intelligenten Damen sind dafür, dass sie den südländischen Gentleman mit dem Gespür für Stil und Eleganz heiraten sollte? Wen wollen Sie? Wer wird jetzt Ihr Mann? Danke. Hallo, Hesse. Hallo, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen? Es geht so. Ja. Sie ist sehr froh, dass Sie umkommen und dass ihr bei uns seid. Ich wünschte, dass wir mehr hätten tun können. Hallo. Ich würde... Ach... Ich bin froh, dass alle hier sind. Ich liebe dich. Alle sind so nett zu uns. Wir halten zu euch. Danke. Celeste. Oh, Cruz, ich wollte Ihnen meinen Beileid überbringen und für Sie und Adriana beten. Das ist nett. Wollen Sie hier bleiben? Nein, nein, es ist doch eine Familienangelegenheit. Oh nein, bleiben Sie doch. Ich würde mich freuen. Immerhin verdanken wir Ihnen, dass wir überhaupt ein Bild schöpfen durften.
Naja, ich wünschte, ich hätte mehr für Sie tun können. Bitte, setzen Sie sich. Mama, das ist Celeste di Napoli. Alles ist passiert. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Willkommen. Wir alle hier sind versammelt, um zu beten für Adriana Castillo. Wir wollen Ihren Eltern beistehen und Ihnen helfen, soweit es geht. Sie sind in Ihrem Schmerz nicht allein, denn Freunde und Familie teilen Ihre Gefühle. Der Herr hat Adriana geschaffen, wie auch wir durch seine Hand entstanden sind. Und nur er kann uns das Leben wieder nehmen. Der Tod ist das Tor zum ewigen Leben. Wir fürchten uns davor. Wir trauern um die vor uns durch dieses Tor gehen. Aber manchmal denke ich, dass sie auch um uns trauern. Ja. Weil sie nun schon in dieser anderen Welt sind, die wir nicht kennen. Wir haben nur unseren Glauben. Wir sind hier vereinigt, teilen unsere Erinnerungen und wir wissen, dass Adriana jetzt ewig lebt. Sie ist in den Armen unseres Vaters im Himmel gut aufgehoben, der sie liebt und der sie schützt in alle Ewigkeit. Bitte steht auf. Schön, dass du da bist. Diese Begrüßung ist ganz nach meinem Geschmack. Könntest du dich für eine Weile hier aufhalten? Was hast du vor? Weißt du, ich würde mich einfach freuen, wenn du ein bisschen hier bleiben könntest. Brandon muss jeden Augenblick aus der Schule kommen und ich will nicht, dass er hier so mutterseelen allein ist. Ich versuche bis um drei wieder hier schon zu sein. Schon gut, ich mach, was du willst. Du wirst schon das Richtige tun. Was soll das heißen? Die Sache mit Sunny. Wenn er zufällig hier reinschneit, werfe ich ihn raus. Es ist nicht, was du denkst. Ich will in die Kirche und ihnen etwas Trost geben. Es kann sein, dass sie es ablehnt, aber ein paar nette Worte sollte ich ihr sagen. Gut. Das ist wirklich anständig von dir. Wie verhältst du dich, wenn Sunny vorbeikommt? Du hast dich entschieden, stimmt's? Willst du ihn heiraten? Ich weiß, dass du es für einen gewaltigen Fehler hältst, aber es ist die einzige Möglichkeit. Anders weiß ich mir nicht zu helfen. Ich mische mich da nicht ein. Es geht mich auch nichts an. Der Friede des Herrn möge immer mit euch sein. In Ewigkeit. Amen. Vater, wir beten, dass du dich der Seele dieses unschuldigen Kindes Adriana annimmst. Wir danken dir, dass du sie uns geschenkt hast und dass sie eine Zeit lang unser Leben bereichert hat. Schließe sie jetzt in deine Arme, Vater, und halte sie fest für immer in deiner Barmherzigkeit und Liebe. Vater, bitte nimm sie auf in dein Reich. Amen. Amen. Ein jeder von uns allen hat seine Erinnerungen an das Leben von Adriana. Ich möchte euch einladen, diese Erinnerungen mit den anderen hier zu teilen. Wenn ihr wollt. Wer möchte etwas sagen? Es ist wahrscheinlich für jeden von uns schwierig, etwas zu sagen.
denn wir kennen uns ja untereinander besser, als wir Adriana gekannt haben. Nicht, wie sie geworden wäre, wenn sie hätte leben können. Wir haben sie alle sehr geliebt. Und ihre Eltern haben sie vergöttert. Meine Schwester Eden und ihr Mann gehören zu den Menschen, die ich am meisten bewundere. Ich würde alles dafür geben, wenn ich ihnen helfen könnte. Das ist nur so, alles, was wir jetzt noch für sie tun können, ist versuchen, sie zu trösten, aber das reicht wohl nicht. Das war wohl eine ziemlich dumme Rede, bitte entschuldigt. Ich möchte euch allen danken, dass ihr gekommen seid, um mir das letzte Geleit zu geben. Und Pater Michael danke ich für seine wunderschöne Predigt. Ich werde diese Feier nie vergessen können und auch keines der wunderbaren Worte. Vielleicht wird es sogar mit der Zeit eine schöne Erinnerung werden. Und dafür danke ich euch allen. Ich denke mir, so wie ich fühlen die meisten Mütter mit ihren kleinen Töchtern. Ich fühle eine wirklich tiefe, innige Vertrautheit. Manchmal denke ich, auch wenn wir nie miteinander reden konnten, so wusste ich ganz genau, was auch sie fühlte. Ihr wisst ja, dass sie früh geboren wurde. Sie wurde 6 Wochen zu früh geboren. Genauer gesagt, sollte sie nach dem Kalender erst diese Woche zur Welt kommen. Aber wisst ihr, obwohl sie von uns gegangen ist, habe ich eigentlich das Gefühl, dass sie... Versteht ihr, dass sie eigentlich noch bei mir ist? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie nicht mehr existiert und wir hier stehen und... Ich kann nicht von ihr Abschied nehmen. Ich kann es einfach nicht. Für mich ist sie nicht... Es tut mir leid. Es tut mir leid. Entschuldigt uns. Dad, bleib doch hier. Ich bitte dich, wir können sie doch jetzt nicht allein lassen. Aber lass sie. Wir fühlen alle dasselbe wie du und wir sollten die beiden jetzt allein lassen. Sie brauchen etwas Zeit für einen. Bruce ist bei ihr, Dad. Komm, wir gehen. Michael, herzlichen Dank für alles, was Sie gesagt haben. Es war sehr... Ihre Worte waren sehr einfühlsam. Danke. Ich bin sicher, dass Cruz und Eden sich selbst bedankt hätten. Es ist allerdings für die beiden... Ich verstehe schon. Entschuldigen Sie mich. Es war eine wunderbare Predigt. Ich wollte aber nicht, dass es so klingt wie eine Predigt. So klang es auch nicht. Da redete ein Mann, der sehr viel mehr über das Leben weiß, als ich je vermutet hätte. Es tut mir leid, wenn ich schwierig gewesen bin. Nein. Die Umstände sind es, die schwierig sind. Nicht du. Es ist möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt, um Sie damit zu belästigen. Aber Heather, Sie haben uns schon einmal sehr geholfen. Was können wir denn für Eden tun? Denken Sie, dass sie das jemals überwinden wird? Ich weiß nicht, wie diese Narben verheilen, die sie hierbei erlitten hat. Mein Job ist es, Menschen, die aus eigener Kraft ein normales, erfülltes Leben führen können. Ja. Ich fühle mich leider in diesem Fall überfordert. Ich kann Ihnen da auch keinen guten Rat geben. Sie kennen sie genau, sie ist Ihre Schwester. Hören Sie auf Ihr Gefühl. Kann ich dir helfen? Ich weiß, dass, wenn uns das passiert wäre, wenn eins meiner Kinder sterben würde, dann könnte ich das aushalten. Ich kann nicht sagen, woher ich das weiß, aber ich würde damit fertig werden. Aber es ist anders. Es ist plötzlich unsere Tochter passiert. Diese Liebe und große Habe. Das ist so viel, als dass ich es ertrage.
eigentlich der Mensch angesichts der Vergänglichkeit des Lebens, frage ich. Doch nur Staub. Entschuldige, ich bin manchmal ein Schwach. Im Moment nicht. Ist alles verloren, Julia? Sag ganz ehrlich deine Meinung. Was ist verloren? Alles, was dieses Kind hätte werden, machen, wissen oder verändern können. Ist das alles einfach weg? Ja. Und du, glaubst du nicht auch, dass alles nur geliehen ist? Und der Tod nur als Eintreiber unserer Schulden fungiert? Nein. Ich auch nicht. Das Leben ist das Leben. Nicht viel mehr und auch nicht weniger. Was soll man also tun? Was man dagegen tun soll? Gar nichts. Es einfach hinnehmen. Nein, ich meine, was ich tun sollte. Tja, in der Regel trinkst du. Das ist wahr. Willst du einen Rat von mir? Oder brauchst du nur ein bisschen Trost, Sunny? Wahrscheinlich wäre dein Rat nicht mal schlecht, aber jetzt käme er nicht zur rechten Zeit. Du hast viele Ängste, so wie ein kleines Kind, das seine ersten Erfahrungen mit dem Tod macht. Das ist ungewöhnlich für jemanden, der schon seinen Bruder und dann noch jemanden, den er mal sehr geliebt hat, verloren hat. Das hier ist etwas anderes, als dich verloren zu haben. Ich spreche jetzt von Mary. Kannst du dich noch an sie erinnern? Er hat gesagt, du könntest ohne weiteres von ihnen einnehmen, wenn der danach sein sollte. Na gut. Es ist merkwürdig, man kommt nach Hause und niemand ist mehr da, nicht mal der Polizist steht vor der Tür. Du weißt, ich liebe dich über alles. Ich weiß. Was kann ich nur tun? Du denkst zu viel an mich. Du kennst mich, doch ich verabscheue es. Helfen kann da. Leider kann ich dir nun mal nichts vormachen. Manchmal denke ich, es wäre besser, wenn ich es könnte, denn dann hättest du möglicherweise den Kopf freier. Ich möchte nicht, dass wir uns was vormachen. Ich liebe dich so sehr. Die Sache ist die, dass immer wenn uns beiden etwas passiert ist, dann haben wir es zusammen durchgestanden. Da konnte der Himmel einstürzen. Aber auf einmal scheint sich etwas verändert zu haben, als ob es uns auf verschieden trifft. Es ist für dich anders, als es für mich ist, und das ist seltsam. Und irgendwie verstehe ich das nicht. Es tut mir so leid. Oh nein. Das ist nun mal leider so. Es wird vorbei sein, noch bevor wir es überhaupt merken. Dieser Gedanke ist wirklich furchtbar für mich, denn ich möchte es nicht so bald vergessen. Es ist, als ob wir beide sie dadurch verraten würden. Ich denke nicht, dass wir beide sie dadurch verraten. Scheint so. Sie ist gestorben, bevor sie angefangen hat, richtig zu leben. Das Schicksal hat so entschieden und sie ganz plötzlich von uns genommen. Wieso, das bleibt mir wohl immer unbegreiflich. Ich denke, am wichtigsten ist, dass wir beide uns nicht beirren lassen und dass wir jetzt zusammenhalten, verstehst du? Ich denke, dass wir es gemeinsam schaffen können. Ich bin so froh, dass ich die Gelegenheit hatte, dich kennenzulernen und dass wir uns ineinander verliebt haben. Du hast mich völlig umgekrempelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so ausgeglichen sein kann. Das hast nur du bewirkt. Ich denke nicht, dass wir uns unnötig vor der Zukunft fürchten sollten. Und eines Tages wird der Tag kommen, dass nicht gleich nachdem wir aufgewacht sind, wir uns an sie erinnern. Er da oben hat so entschieden und wir nehmen es hin. Ob wir beide wollen oder nicht.
Tut mir leid, euer Auto war gar nicht zu sehen. Nein, Mama, ist schon in Ordnung. Ich kann auch später wiederkommen. Nein, komm rein. Oh, hallo, Chippe. Ist der Babysitter oben? Der Babysitter? Oh, ich hoffe, ich habe da nichts falsch verstanden. Ich habe mit dem Anrufbeantworter so meine Schwierigkeiten. Als ich nach Hause kam, da nahm ich an, ich soll Chip hierher bringen. Du hättest einen Freund, einen Arbeitskollegen, der auf ihn achten könnte. Das stimmt, ja. Das war für heute Morgen. Und ich denke, dass ich das raufgesprochen habe, nachdem du schon unterwegs warst zur Kirche. Das tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte mir das doch denken können. Aber das macht nichts. Er fährt gerne Auto, nicht wahr, mein Liebling? Hm? Lass uns wieder nach Hause. Nein, nein, lass ihn hier. Sein Zuhause ist hier bei seinem Vater und bei mir. Na, du großer Junge, wie geht's dir denn? Du bist schon lange nicht hier gewesen. Und jetzt, wo hier wieder etwas Ruhe einkehrt, da kommst du wieder nach Hause. Zu Daddy und mir. Na du? Ja? Mein Schätzchen, deine neue Mama ist gekommen, um ihrem Baby gute Nacht zu sagen. Es geht dir sehr gut. Sie haben die hübscheste Tochter der Welt. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Sag schon, wie war's? Du hattest recht, ich hätte nicht gehen sollen. Mir läuft noch immer ein Schauer über den Rücken. Was hat Julia gesagt? Sie mischt sich in alles permanent ein. Denkt, dass sie was wüsste. Leider habe ich den Fehler begangen, ihr zuzuhören. Für einen Augenblick ist der Mason in mir durchgekommen. Es war nur für Sekunden, aber es ist passiert. Genau das habe ich schon vorher geahnt. Mach dir keine Sorgen, es kommt nicht mehr vor. Beabsichtigst du noch viel zu trinken? Willst du es verbieten? Gibt's zu essen. Interessiert dich die Antwort? Welche Antwort? Ob wir zwei nun heiraten oder nicht? Oh. Ich möchte dich heiraten. Wunderbar. Das wäre erledigt. Prozent der Männer und 41% der Frauen haben Lust auf eine schnelle Nummer mit jemand, den sie nur flüchtig kennen. Auf der Suche nach Sex, die schnellen Aufreißer. Heute um 15 Uhr bei Ilona Christen.